Chefredakteurin von Runway. Sie lesen die Runway also nicht? Nein. Und nebenbei eine Legende. Sie haben bis heute noch nie von mir gehört? Nein. Wer ein Jahr für Sie gearbeitet hat, kann danach einen Job bei jedem Magazin dieser Welt kriegen. Und Sie haben weder Stil noch Sinn für Mode? Ja, das... Nein, nein. Das war keine Frage. Du hast einen Job bei einem Modemagazin? Fand das Bewerbungsgespräch telefonisch statt? Wer ist denn diese triste Person? Machen wir eine Vorher-Nachher-Story, von der ich nichts weiß? Ich muss nur ein Jahr durchhalten und dann kann ich das machen, was ich will. Journalistin werden. Mich wird Miranda nicht kleinkriegen. Ich brauche 10 oder 15 Röcke. Was für Röcke? Bitte langweilen Sie jemand anderen mit Ihren Fragen. Du darfst Miranda niemals eine Frage stellen, okay? Thomas Bodengänge. Hallo? Wo sind meine Eier? Hallo? The Sous. Boogie Boards. Eine Million Frauen würden für diesen Job sterben. Du brauchst einen Braverhund! Ich sagte mir, komm, riskiere es. Engagiere das intelligente, dicke Mädchen. Sie hasst mich, Nigel? Ich wüsste, wie du mir helfen kannst. Nein. Bitte, ich bin verzweifelt. Ich weiß, es ist tragisch. Würde mir das passen? Ein bisschen Gleitcreme und Angelschnur und der Fall ist geritzt. Ich bin immer noch dieselbe, hab nur bessere Klamotten. Ich fand die alten toll. Andy, du siehst so schick aus. Und du siehst dünn aus. Ehrlich? Ich bin nur noch eine Damengrippe von meinem Traumgewicht entfernt. Happy Birthday. Es tut mir so leid, Nate. Mein Privatleben hängt zurzeit an einem seidenen Faden. So ist das, wenn man Erfolg im Beruf hat, Schätzchen. Sag Bescheid, wenn dein Privatleben den Bach runter ist. Dann wird es Zeit für eine Beförderung. Wissen Sie, warum ich Sie eingestellt habe? Ich entdecke sehr viel von mir in Ihnen. Die Leute glauben, dass der Erfolg von alleine kommt. Das tut er nicht. Wollen Sie dieses Leben? Es ist Ihre Entscheidung. Ich muss heute noch nach Hause. Sie wollen wegen des Wetters alle nicht starten. Also bitte, es nieselt doch nur.